Sie haben verwundet im Hintergrund gearbeitet. Dass ich ihn verraten hätte. Der Rat mag alles über jeden wissen. Aber dennoch hat er nichts annähernd so Schreckliches in der Hand, wie die Gedanken, die in unserem Hinterkopf lauern. Barbara, ich schwöre, Sie haben ihn. Hör mal, falls du an deinem Dad zweifelst, solltest du etwas wissen. Er hat den Rat der Eulen nicht gedeckt. Ein paar der Fälle hat er gelöst. Nicht nur ein paar. Er hat den Rat bekämpft, auch wenn er nichts über ihn wusste. Hätte ich wissen sollen. Es ist nur... Vielleicht kannte ich ihn nicht so gut, wie ich dachte. Du wolltest Beweise. Genau wie Bruce. Hätte sie früher finden sollen. Ich war Oracle. Ich hatte Zugang zu jedem Computersystem in Gotham. Wie konnte mir etwas wie der Rat entgehen? Du meinst, wie ist dir bloß der böse Geheimbund entgangen, der sich vor uns allen verborgen hat? Jahrhundertelang, ich meine, selbst dein Dad und Batman haben nichts von ihm gewusst. Wenn du so redest, klingst du wie Dick. Danke. Also... Kann ich jetzt beim Mörderpuppenhaus helfen? Klar. Ja! Wir haben einen Anruf von Detective Montoya bekommen. Sie möchte mit Ihnen über einen Haftbefehl sprechen. Verstanden. Danke, Glockenturm. Sie geben es zwar nicht zu, aber das GCPD... Hoffentlich gibt's gute Nachrichten. Ich habe genug Beweise, um Kane jahrelang wegzusperren. Der Haftbefehl ist das Problem. Wo liegt das Problem? Ich war bei jedem Richter, den ich kenne. Keiner will unterzeichnen, aus Angst. Man muss nichts über den Rat wissen, um bei Jacob Kane vorsichtig zu sein. Waren Sie bei Richterin Moreno? Sie hatte noch nie Angst vor Gothams Reichen und Mächtigen. Elena war einer der ersten Namen auf meiner Liste. Aber der Chelsea-Tunnel-Fall scheint alles verändert zu haben. Sie ist untergetaucht. Dann muss sie Gründe haben. Ich höre mich mal um, mal sehen, was ich rausfinde. Vielleicht revanchiert sie sich, wenn wir ihr helfen. Ist der Haftbefehl unterschrieben? Führe ich ihn aus.
Die geben es zwar nicht zu, aber das GCPD braucht dich. Vielen Dank für deine Hilfe. Du leistest. Batgirl! Batgirl, zu Diensten. Hallo, ich bin Toshio. Oder Mr. Mishima für meine Schüler. Du bist ein Lehrer? Ja, in der Highschool. Jedenfalls tagsüber. Nachts schiebe ich hier Wachdienst. Und bei der Wache bist du auch noch. Du brauchst sicher mal eine Pause. Du sicher auch. Ich habe diese Stelle angenommen, um mehr Geld für meine Schüler zu haben. Unterrichtsmaterial für die, die es brauchen und so. Ich will einfach, dass meine Kids sicher lernen und aufwachsen können. Da lässt sich was machen. Wie kann ich euch helfen? Pass gut auf dich auf. Nichts Neues.
Ich will hier weg! Clayface, warum machst du das? Das muss ich meinen Freunden erzählen! Das sollte reichen. Glockenturm, ich habe einen Haufen Lehm für die Analyse. Woher wusstest du, was ich zum Geburtstag will? Die Beweistafel wurde aktualisiert. Ich verstehe es einfach nicht. Clayface fiel beim letzten Kampf mit Batman in eine Turbine. Wie hat er das überlebt? Keine Ahnung. Die hat ihn zerfetzt. Sieht so aus, als hätte er überlebt. Die kleine Smoothie-Achterbahn hat ihm wohl nicht gereicht. Also gut, was wissen wir über unseren neuen Freund? Naja, wisst ihr, ich habe die DNA von Clayface schon einmal untersucht, aber das hier ist etwas komplett anderes. Die Struktur ändert sich ständig. So als könnte sie sich nicht wieder zusammensetzen. Wir haben beschädigte Nukleotide, instabile Phosphatgruppen und extreme Synthesestörungen. Das ist nicht mal für Clayface ansatzweise normal. Diese Probe wirkt über alle Maßen durcheinander, fast so, als wollte sie fünf Dinge gleichzeitig sein. Oh, vielleicht weil diese Teile von ihm allein einfach nicht ausreichen, um sich zu einer bewussten Gesamteinheit zu stabilisieren. Ihr zieht schon wieder eure Nerdnummer ab. Sorry. Clayface ist vielleicht an zu vielen Orten auf einmal und hat daher Probleme, irgendwas Bestimmtes zu sein. Aber je mehr Clayface zusammenfindet, desto stärker und schlauer wird er letztendlich. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Was, wenn er bereits ein Bewusstsein hat? Wir können ihn doch nicht einfach so lassen. Wenn wir ihn zusammenfügen, gefährden wir die gesamte Stadt. Das Risiko ist viel zu groß. Das würde uns ohnehin nichts bringen, wenn wir gar nicht wissen, wo er ist. Das Staubecken ist mit der Kanalisation der gesamten Stadt verbunden. Er könnte überall sein. Wahrscheinlich sind sogar noch Teile von ihm im Trinkwasser. Das war's dann wohl, Jason. Ihm passiert nichts. Hoffe ich zumindest. Ich scanne die Stadt nach der Tonsignatur und ich sag Bescheid, wenn ich was finde. Na dann viel Spaß dabei. Wie geht es Ihnen, Miss Gordon? Alles gut. Ich kann es kaum erwarten, sie platt zu machen. Barbara. Ich dachte immer, ich würde alles geben, um Dads Stimme wiederzuhören. Aber im Labyrinth hat er furchtbare Sachen gesagt. Dass ich Gotham verraten hätte. Sie haben die Stadt nicht verraten. Sie haben verwundet im Hintergrund gearbeitet. Raubüberfälle, jetzt die Dogs. Das ergibt keinen Sinn. Was hat Clayface vor? Schwer zu sagen. Mr. Carlo war schon immer unberechenbar. Es gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. Vorsicht. Wir wissen noch immer nicht, was die Turbine mit ihm angestellt haben könnte. Gestohlene Aufnahmegeräte? Das muss mit den Einbrüchen in den Elliot-Studios zusammenhängen. Wer klaut denn nur so etwas? Die Elliot-Studios müssen eine Menge Geräte ersetzen.
die sind von Clayface. Ich bin auf der richtigen Spur. Hey, Clayface, wo bist du? Der einfachste Job, den du je hattest. Ich weiß nicht, wer ihn mitgebracht hat, aber ich schulde ihm einen Drink. Aber macht er dir denn kein bisschen Angst? Fluke seinen Container heben. Mir egal, wie komisch er ist, mit ihm wird die Abholung ein Kinderspiel. Sieh nur zu, dass du ihn nicht verärgerst. Ja, daher haben wir heute Abend einen Mann zu wenig. Was ist passiert? Er hat wen verprügelt, weil er ihn angestarrt hat. Naja, kriegen wir einen größeren Anteil. Ja, kann man nicht klagen. Ist eine Weile her, Clayface. Willst du hin? Zum Glück kann ich dich orten. Glockenturm, ich hab Blackface gefunden. Er haut ab. Bleib an ihm dran. Verstanden.
ich allein im Dunkeln. Nein, nicht allein. Wahre Begebenheiten. Klar doch. Ja, gar nicht gruselig. Beim Staubecken, um die Geiseln zu retten, nicht um sich zu rächen. Du bist aus Versehen in die Turbine gefallen. Woher weißt du das? Du warst nicht da! Ich hab die Aufnahmen gesehen. Er wollte dich retten. Wenn will, dass ich das Drehbuch umschreibe, soll er gefälligst selbst kommen. Er soll kommen. Geht nicht. Er ist tot, Basil. Aber er war beim Staubecken. Vor ein paar Tagen. Das ist fast ein Jahr her. Weißt du das nicht? Los geht's!
Glockenturm? Clayface ist entwischt. Ich komme zurück. Auf der Beweistafel sind neue Daten. Kriege ich einfach nicht in meinen Kopf, als Talon zurückzukommen? Viele von denen waren wohl schon lange tot, bevor der Rat Dionysium entdeckt hat. Aber diese neuen, das sind Freiwillige.